Der historische Verein Iburg-Steinbach hat eine Sammlung von Aufzeichnungen aus den Jahren 1628 bis 1630 als Buch herausgebracht. Darin die Protokolle von 32 vollstreckten Hexenprozessen. Stadtarchivarin Dagmar Rumpf und der Steinbacher Willi Daferne haben für Übersetzung und Interpretation der Hexenprotokolle ihre Freizeit investiert. Am Wochenende wurde das Werk im Heimatmuseum vorgestellt. Die erste Auflage der Steinbacher Hexenprotokolle war innerhalb kürzester Zeit vergriffen. Wir haben uns natürlich riesig gefreut, dass das Interesse so groß ist, obwohl es ja ein sehr grausiges Thema ist auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, man kann es nicht wegdiskutieren aus der Geschichte, es ist geschehen. Und wir müssen fragen, wie konnte es geschehen? Über 3 Jahre wurden auf der Suche nach Antworten die handschriftlichen Protokolle studiert und mühsam ins heutige Deutsch übersetzt. Sodass man jetzt heute das Buch, das die Hexenprotokolle alle umfasst und auch die geschichtlichen Hintergründe über diese Hexenprozesse mit beleuchtet, jetzt vor uns liegen haben. Viele historische Bilder illustrieren die Hexenprotokolle und zeigen im nun erschienenen Buch ein dunkles Kapitel auf, als Teil der Geschichte des heutigen Baden-Badener Teilorts Steinbach. Und dann tun sich doch einige historische Ausblicke auf, wo man dann erkennt, aus diesem Grunde muss das wohl passiert sein. Das Heimatmuseum war bei der Buchvorstellung der Hexenprotokolle voll besetzt. Der Vereinsvorstand und Ortsvorsteher von Steinbach zeigte sich glücklich, dass dieses Thema auch noch nach 400 Jahren die Menschen bewegt. Weil diese Hexenprozesse ja auch eine Mahnung sind für unsere heutige Zeit, wo es auch noch Denunziation, Folter und unschuldige Verurteilungen gibt. Und wir sind wirklich begeistert über den Zuspruch und freue uns, dass die Publikation von Willi Daferne und Dagmar Rumpf und jetzt auch die Ausstellung auf so gute Zuspruch stoßen. Die Hexenprotokolle gibt es in jeder Filiale der Volksbank sowie im Buchhandel zu kaufen. Die begleitende Ausstellung bleibt noch bis Mitte Mai 2012 im Steinbacher Heimatmuseum zu sehen.